So, hier haben wir nochmal die Nee, ich schnellsten bin. Strategien, wie du auch gerade schon gesagt hast. Ja, Chris Melvistan ist rausgeflogen, habe ich gerade gesehen. Ja, Der hat die Session verlassen. der steht auf 7, hoffentlich schafft das wieder rechtzeitig rein. Und jetzt werde ich mir auch mal die Reifenwahlen angucken. So, Germany Xvaro auf der 8, er hat den Medium, ne? Und dann von Platz 12 bis 16, da 5 Leute auch auf dem Medium. Ansonsten sind alle Fahrer hier auf dem weichen Reifen unterwegs. Na. Ja, ich habe jetzt im Prinzip als Kommentator trotzdem gute Ansicht, ne? Ich kann dann die hinteren Reihen beobachten von ganz hinten. Ja, zumindest in der ersten Runde. Ja, ich halte mich da zurück, das endet gleich in der Box. Ist besser für mich. In Liga 1 war ja hier der Bug zum Rennstart, wo keine Ampel anging. Hoffen wir mal, dass das heute Ja, besser. ich habe Liga 1 nicht verfolgt. Ich weiß aber auch, dass in Liga 1 wie immer hier die Boxeneinfahrt ein großes Thema war, Ja. weil da muss man sich ja rechts vor der vorletzten Kurve da neben der weißen Linie rechts einordnen, wenn man in die Box muss und kann dann nicht einfach kreuz und quer, wie man lustig ist, in die Box fahren. Da hoffen wir, dass sich ja auch alle dran halten will. Ansonsten gibt es nämlich Lizenzpunkte. In der Formel 1 wird es dafür eine 5-Sekunden-Strafe geben. Ja, muss man aber auch sagen, die ist nicht ganz ungefährlich, ne? Wenn hier einer in die Box will und verlangsamt vor der Kurve, die nimmt man relativ schnell. Wenn du da im DRS-Train hängst, das ist dann schon, kann auch gefährlich enden. So, jetzt sortieren sich da alle ein. So, wie ist es jetzt hier? Geht der Start los? Na, das sieht ganz gut aus. Scholl fehlt noch als einziger. Bei dem dreht noch, geht los. Und da sind die Ampeln. Und der große Preis von Österreich, Liga 2, ist gestartet. Abfahrt! Und es sieht aus, als würde Beppo da sehr gut wegkommen. Imperium bleibt da fast stehen, hingegen. Und da kommt ein Angriff von Lenzer, der da Scholl komplett in die Seite fährt, sich dabei wegdreht. Also, Beppo hat die Führung verteidigt vor Scholl, denn der YouTube-Star Germany Xvaro schon auf der 4. Red Scharf hat da auch einen Platz gut gemacht. Da kommt jetzt der Angriff von von Red Scharf gegen Germany Xvaro so rum. Hat nicht geklappt. Und jetzt Scholl. Da geht er jetzt vorbei an Bebo. Innen, Schlossgoldkurve. Und ist da jetzt durch. Hat da wahrscheinlich auch den Überholknopf schön benutzt zum Überholen. Ja. Ja, der versucht da jetzt vorne wegzukommen, dass er aus dem DRS-Fenster rauskommt. Ja, das Ja, muss das Ziel Scholl sein. ist immer einen für die ersten zwei, drei Runden. Da holt er sich gut die Zeit. Also, das könnte funktionieren. Ja, Chris Melvisson hat man gerade gesehen, ist auch wieder beigetreten. Also der Aber wird hier jetzt das kommt's. Rennen weiter aufnehmen. Aber das, was Lenzer da gemacht hat, ja, in der ersten Kurve, da hat er sich, glaube ich, vertan. Der wollte den Scholl angreifen und in der. Wenn die Physik hier realistisch wäre, dann hätte er den Scholl, den WM-Leader hier abgeräumt wie sonst was. Das ist Aber natürlich nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen. ja, aber hier ist ja ist nicht realistisch. So, somit hat sich denn der Lenzer weggedreht und nicht der Scholl. So, jetzt kann ich auch wieder richtig mitgucken. Jetzt bin ich Ist wieder. auch zu sehen. Genau, Lenzer aber schon wieder dran am Feld, wenn ich gerade schon da hinten unterwegs bin. Ja. Also der hat hier schon wieder Rugby Danny vor sich. Klar, die ganzen Medium, die werden jetzt Probleme haben erstmal. Die Pace mitzugehen. Oh, und da sehe ich schon Wind blinken. Und ich hoffe, ich habe mich da verguckt, weil ich würde das jetzt dem Red Scharf nicht wünschen. Doch, aber er ist es. Red Scharf hier jetzt schon. Ja. Ihm mangelt jetzt schon an elektrischer Energie und das Ende Runde Ja, 2. und Scholl ist schon vorne raus aus dem Ja, DRS-Fenster also. erstmal. Er hat ja auch nicht umsonst 7 der ersten 10 Rennen gewonnen. Also da kann ich mir jetzt Ja. vorstellen, dass der jetzt auch vorne da wegzieht. So, der ist es jetzt auf jeden Fall aktiviert. Also Ja, freigegeben. gucken.
guck gerade mal, Positionsveränderung, klar, Lenzer nach hinten, 8 Plätze. Ja, können wir mal Hyper, einblenden. Hyper, aber nach einer Runde oder nach zwei Runden, 5 Plätze nach oben. German Xvaro auch. Ja, stark German, nach vorne. German ist also, Imperium hat ja einen richtig schlechten Start und sein Teamkollege German Xvaro hatte einen umso besseren, gerade auch mit dem Medium-Reifen noch umso stärker, so einen guten Start hinzulegen. Ja, wenn das Rennen gut für ihn läuft, ne, hinten raus die Softs haben, ist eine Hausmarke, muss, ne? Genau, der muss sich jetzt ziehen lassen. Der muss jetzt eigentlich im DRS-Fenster da vom YouTube-Star drin bleiben, um sich ziehen zu lassen, damit er möglichst wenig Zeit verliert. Ja, da Red Scharf sowieso Probleme hat mit dem DRS oder ERS. Genau. Aber obwohl, der hat noch 78%, ne? Ja, vielleicht war das ERS denn nur für diese Runde alle. Ja. Weil ich guck gerade mal so durch, der hat mit am meisten von dem Ganzen. Scholl vorne auch nur noch 30, also genau das, was er versucht hat, rauszukommen. Aber ja, wenn Scholl nur 30 Beppo natürlich hat, nicht nach. Ja, also Beppo ist da 1,1 Sekunden dran noch. Aber jetzt der YouTube-Star. Man sieht's, ja, wollte ich gerade sagen. Der und wird jetzt Beppo da ein bisschen die Punkte Red streitig Joff machen wollen. Gegen German Xvaro. Da kommt der Konter. Und die Berührung und der Unfall, ja, aber kein Schaden. Er ist nur mit dem Hinterrad angeschlagen. Hat nur einen Platz verloren, ist jetzt aus dem DRS-Fenster raus. Aber Glück gehabt, aber war das ganz sauber? Ich meine, dass er rübergezogen hätte. Ich bin ein bisschen spät drauf. Es sah schon aus, dass er ein bisschen auf die Wiese gedrückt hätte. Ja, ich weiß nicht, der Red Shaft, der war ja auch eigentlich nicht vernünftig daneben. Ich weiß nicht, es war so Hinterrad auf Vorderrad, so habe ich zumindest gesehen. Ja, ist die vorbei an Didi Paul, jetzt hinterm Red Shaft. Der wird blöd gelaufen von der Rolle sein. Ja, hat jetzt mega Zeit verloren dadurch. Hat wirklich sehr viel Glück, dass er da keinen Schaden geholt hat. Ja. Natürlich ärgerlich. Die zwei McLaren kämpfen auch gegeneinander. Die sollten sich jetzt eigentlich einig sein. Das wäre cleverer, um da vorne dran zu bleiben. Vorne ist der YouTube-Star. Da sollte jetzt der schnellere vor. An Beppo vorbeigegangen. Ah. Okay. Boah, da ist eine richtige Kolonne da jetzt hinter Red Scharf. Ja, der gute DRS-Train. Ja, das ist jetzt bitter, ne? Also der hat mit dem Manöver, er hat ja versucht, German Xvaro anzugreifen. Und was hat er jetzt davon? Er hat nach Platz 4 gegriffen und stattdessen ist er jetzt 6. Ja. Und wird da jetzt wahrscheinlich gleich aufgefressen von den ganzen anderen. Das ist bitter. Ich guck mal schon so ein bisschen mit Streckenbegrenzung überschritten. Also ich sehe oder lese da ziemlich viele Namen. Zum Beispiel auch Scholl hat sich jetzt zuletzt eine geholt. Also auch schon zwei Verwarnungen hat er sogar schon. Ah ne, eine. Ja, wir sind ja war die Kollision. Anfang Runde 6 und noch keiner hat eine Strafe, da kann man schon ein bisschen stolz sein. Es gab Rennen in der Vergangenheit. Ich bin ja auch in der Box. Das wäre dann mein Part gewesen, weißt du? Ja. Oh, und Beastie gegen Red Scharf berühren sich. Berühren sich und Red Scharf hat jetzt beide eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, Beastie hat da einen Platz verloren gegen Red Scharf. Die sind kollidiert in der Kurve, also beide haben sich mehr oder weniger rausgedreht. Und Red Scharf kriegt die ersten 3 Sekunden. Ja. Also nicht das Rennen von Red Scharf, je nachdem was da dann war, das habe ich dann auch nicht mehr gesehen. Punkte würden mich schon freuen für ihn. Ja, aber gerade mit den frühen 3 Sekunden. Letzte Saison war der ja gegen Ende sogar Stammfahrer, wenn ich das richtig informiert bin. Da war der regelmäßig Podiumskandidat. Ja, meine ich auch, weil ich letztes Jahr öfter gegen ihn gefahren bin. Und Beppo ist da jetzt wieder gut dran. Ja, der YouTube-Star zieht ihn ein bisschen mit, ne? Vorne ran, wenn. Er scheint nämlich ein bisschen schneller zu sein, jetzt am Anfang. Ich finde, Ausgang der Remus-Kurve, Kurve 3, da sieht man immer, wie die Räder durchdrehen vom YouTube-Star. Also, da qualmt es dann immer richtig. Der fährt bei hier auch keine Traktionskontrolle. Im Controller.
So, jetzt geht's in Runde 8. Aber auch der YouTube-Star kommt dann nicht wirklich näher. Bebo war da ja am Anfang 1,1, 1,2 Sekunden dran. Und jetzt ist Scholl da schon 1,9 fast weg. Ja, Imperium fast kein ERS mehr. 16% hat er jetzt gerade zwischenzeitlich. Das ist immer das Problem von Imperium. Schon seit Saisonbeginn, der bekommt das nicht hin, sich vernünftig einzuteilen. Der sollte jetzt mal so langsam darüber nachdenken, seinen Teamkollegen nicht vorzulassen, um sich dann ziehen zu lassen. Und dann wieder die Batterie aufzuladen. Ja, jetzt so nach 7-8 Runden könnte auch der Switch kommen, dass dann die Medium eben mindestens gleich schnell sind. Weil da kann er locker eigentlich mit dem Medium dranbleiben, ne? Genau. Wie viel ist denn German X-Ware bisher weg vom Führenden? Das sind 5,3 Sekunden. Das ist doch nicht so viel. Also, da kann noch was gehen. In Richtung Sieg auch. Ja, gerade mit den Medium und am Ende die Soft. Vielleicht noch Glück mit dem Safety Car oder mit dem VSC, besser gesagt. Das wird gegen Ende auch hier eine Konzentrationssache, gerade auch mit den Zeitstrafen. Ne? Ja, momentan immer nur noch ein einziger mit einer Zeitstrafe. Ja, ich guck mal rein. Ja, Red Scharf hat jetzt schon eine Sekunde oder die 3 Sekunden und dann noch eine Verwarnung mit dazu. Also der muss aufpassen, dass er dann nachher nicht ganz nach hinten durchpurzelt. Ja, Beastie wieder dran an Didi Paul, den er vorher hatte vor der Kollision mit Red Scharf. Oh ja, die sind jetzt ganz dicht zusammen. Hinten flügt sich Lenzer auch wieder gut durchs Feld. Der ist jetzt schon wieder 12. nach seinem Dreher in der ersten Kurve. Oh, da war aber Beastie ganz weit draußen. Das wird eine Verwarnung gegeben haben. Nee, war es tatsächlich nicht. Das ist verwunderlich, aber jetzt kommt der Angriff. Vorne auch die McLaren wechseln die Position. Ja, der wartet noch. Jetzt einen guten Exit erwischen. Berührt ihn da fast. Ja. Problem ist, Didi Paul hat auch DRS. Da geht nichts mit überholen. Ja, jetzt hat er DRS. Eben hatte der noch kein DRS auf der anderen Geraden. Ich dachte, der hätte auch schon gehabt. Übrigens vorne Memo aka YouTube Star. Ist mir jetzt erst wieder eingefallen, dass er Memo heißt. Oder irgendwie, glaub so, Spitznamen technisch. Hat jetzt 4 Zehntel oder 3 Zehntel zwischenzeitlich aufgeholt gehabt auf Scholl. Ja, noch ist es zu wenig. Ja, Bebo jetzt ganz nah dran. Könnte auch demnächst einen Angriff geben. Ja, und Beastie muss ich halt hinten anstellen, ne? Und jetzt halbe mit der 32 Sekunden Strafe. So, jetzt ist aber hier Bebo ganz dicht dran. Will er denn vorbei? Ja, ja, wenn er clever ist, eigentlich nicht. Aber er geht vorbei. Vielleicht hat er jetzt auch hinter dem YouTube-Star so viel elektrische Energie gespart, dass er jetzt ordentlich was rausballern kann im Kampf gegen Scholl. Aber denkst du, da kommt der Konter. Aber jetzt. Der YouTube-Star blinkt. Ja, der hat auch fast keins mehr, 20%. Denn war es jetzt eigentlich nicht so schlau, da jetzt vorbeizugehen. Ja, aber da hatten sie jetzt beide eigentlich Glück. Das hat nicht viel Zeit nach vorne gekostet. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen nachher mit einem 2-Sekunden-Fenster raus. Ja, German X-Varo und Imperium mittlerweile die Plätze getauscht. Doch mal wieder hier, ne? Die Runde ist ja kurz. Jetzt sind wir hier schon wieder auf der Geraden, wo gleich der Bebo angreifen könnte. Ja, das Wetter verdunkelt sich auch nicht, dass da noch mal Lenzer geht rein. Lenzer an die Box. Ja, vielleicht versucht der Soft Hard. Guck ja, mal drauf, was er sich aufzieht.
Soft Medium. Da wäre ich jetzt vielleicht doch auf Soft Hard und dann gucken, durchfahren. Der wird zwei Stop machen. Ja, aber an seiner Position vielleicht auch nicht. Gut, wenn er jetzt freie Fahrt hat, ziemlich, kann er da mal Zeit gut machen. Hinten Mampe und FM im Kampf. Ja, die sind schon das ganze Rennen sich da am Duellieren. Ja, Biesti vorbei an Didi Paul sehe ich gerade. Brett Scharf geht auch rein. Brett Scharf geht an die Box. Der YouTube-Star 3 Sekunden. Oh, na. Das ist natürlich nicht gut. Für ihn. Ja, Red Scharf geht auf hart. Kann funktionieren. Ob das Beste ist, wir werden sehen. Ja, wenn er die jetzt recht schnell gut nutzen kann, vielleicht in einem guten Fenster rauskommt, was er kommt auch tut. Da ganz knapp aber vor Mampe und FM raus, aber die werden gleich DRS haben, aber mal sehen, ob sie angreifen können. Die haben abgefahren im Medium, das sollte jetzt eine Runde gehen, dann ist der weg. Ja, da ist er jetzt auch weit genug vor und jetzt bin ich gespannt, was der YouTube-Star und Bebo machen, ob die jetzt auch schon kommen. Erstmal Scholl, Scholl muss fährt eigentlich weiter. Kommen. YouTube-Star fährt weiter, Bebo geht. Ja. Bebo geht an die Box, Germany's Ware kommt da weit raus, denn der andere McLaren kommt auch rein, Didi Paul kommt, zur Safter kommt. Wen haben wir denn jetzt hier noch alles? Rasmilbestan fährt weiter, Entsafte fährt weiter. Ja. Beastie fährt weiter. Da sind die Softs auch gut noch zu sein. Da sind jetzt einige an der Box. Bebo ist jetzt auch auf den harten Reifen, glaube ich, gegangen. Ja. Ja, das ist das, was ich meine. Der Sir Saftsack geht auf hart, die Paul auch. Also da gibt es nachher schon zwei, drei Varianten, was du hier fahren kannst. Ja, mit zwei Gerade Runden länger, dann hätten sie auf Medium gehen können. Ja. Ja, aber ein Safety Car und die auf Medium können auch durchfahren, ne? Dann ist gerade egal. So, was haben wir denn hier jetzt? Gucken wir mal. Aber Beppo hat ein freies Fenster bekommen zum gute Outlap fahren. Das stimmt. Könnte der Undercut funktionieren. Vielleicht Scholl sogar gegen beide. Fährt noch weiter und mein YouTube-Star fährt noch weiter. Ja, gegen beide. Aber die werden sich die Medium holen. Jetzt sind sie noch eine Runde weitergefahren. Jetzt bin ich da eigentlich fest und überzeugt, dass sie den Medium holen. Und damit wird ein Bebo keine Chance haben. Ich weiß nicht. Bebo scheint gut unterwegs zu sein. Ist auch das Pitstop-Fenster offen, wurde da gerade angezeigt. Runde 15 bis 17, um auf die Medium zu gehen. Jetzt Red Scharf gegen Hyper ist ja immer so ein Kandidat, der noch hart fährt. Ich bin jetzt froh, dass du das gesagt hast und nicht ich. Das hätte es wieder geheißen hier. Ja, und der drückt da auch scheinbar ganz gut hier den Überholknopf, der Hyper. Aber Red Scharf geht da. Der versucht. Vorbei. Der kommt jetzt mit DRS nochmal. Ah, nee, schlechter Exit. Das wird nichts. Ich guck mal nach vorne. Die Scholl geht rein, Memo geht auch rein. Ja, der kommt. Germanix Varro fährt natürlich weiter. Beastie fährt, glaube ich, auch noch eine Runde. Ja. Chris Melvistan auch. Und damit sind es eigentlich die letzten zusammen mit Hyper auf Soft. Dann schauen wir mal jetzt hier dem Bebo zu, ob er die beiden jetzt sich da holt. Hinten haben wir gerade gesehen, zur Saftsack an FM vorbei. Aber jetzt geht's hier um die Spitze. Der hat glaube ich, ganz gute Zeiten draußen gehabt. Und da ist Scholl. Er ist auf jeden Fall im DRS-Fenster gleich nach der Remus-Kurve. Ja, aber Scholl wird jetzt den Vorteil von frischen Mediums haben. Da können jetzt die wegziehen. Harten erstmal nicht mithalten. Die werden da auch, wenn überhaupt erst gegen Rennende da mithalten können. So, jetzt hat er nochmal DRS. Ja, wir haben gelbe Flaggen. Oh, wer ist das? Didi Paul? Gekracht? Scheinbar. Ja, fehlt beiden Endplatten von seinem Flügel, also.
Ich glaube, da ist er mit jemand zusammengestoßen. Das wäre jetzt natürlich für Beastie und für Chris Melvis da gut gewesen. Beastie fährt noch eine Runde auf Sof. So ein Scholl, der wird da jetzt ein bisschen aufgehalten. Boah, dafür passt er jetzt auch schön den Scheitelpunkt. Da ist Bebo jetzt im DRS-Fenster, das ist wichtig. Auch, dass er sich von dem YouTube-Star wegzieht. Ich denke, Beastie wird jetzt am meisten Plätze verlieren. Der war zu lang jetzt draußen. Je nachdem, wie die Runden sein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Scholl an Entsafte vorbei. Ja, da hängt jetzt bei Boot. Ja, und Entsafte hat doch der ist, ja. Darum wird er das macht ihm das jetzt gerade wieder kaputt, dass er in das Fenster kam. Ja, das war's. Ja, und YouTube-Star kann jetzt noch profitieren, wenn es gut läuft für ihn. 1,8 Sekunden. Ja, weil Beppo hängt jetzt halt fest hinter den alten Medium und das mindestens bis zur ersten DRS-Geraden. So, Beastie kommt als letzter für den Boxenstopp. Hier haben wir es gerade gesehen, ja. Ich schätze mal sogar hinter Sir Saftsack vielleicht, ja. Die Paul wieder abgeflogen. Ne, ja, diesmal sein Teamkollege. Wenn's, ja, oh ja, der Chris, der Gazian ist ja heute wieder nicht dabei. Wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es nicht. Da hat aber einer den Boxen, der Boxeneinfahrt ein bisschen verpasst. Das war ein Alfa Romeo, das müsste ein Mampel gewesen sein. Bekommt auch 5 Sekunden. Ja. Ja, Beppo jetzt vorne auch vorbei. Ja, und Beastie war zu spät. Viel zu spät. Der hat insgesamt 7 Sekunden auf Red Char verloren, da war er vorher fast eine Sekunde ran. Beastie hat jetzt die frischeren Reifen, Beastie hat auch die Mediums, Red Char die harten, also an denen wird er wohl wieder drankommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hängt jetzt erstmal hinter Gastfahrer der Saftsack. Guck mal, und der YouTube saß immer noch nicht an den Safte vorbei. Ne, so wird es natürlich nichts mehr davon profitieren. Ja, Memo zeigt auch schon sein Tanksymbol an, also der hat auch schon fast leeren Tank. Und jetzt geht er vorbei, vor Kurve 3. Und Imperium ist direkt dahinter, aber in Safte. Ja, schon nur noch 8,6 hinterm Führenden. Ja, ich denke, Germany Xvaro, der wird zwischen Runde 21 und 23 an die Box kommen. Ja, wenn er Glück hat, kommt jetzt irgendwie noch ein Safety Car, VSC. Ja, wenn, und jetzt kommt ja, er jetzt komm. Schon. Als ob, oh. Ja, okay. 17 Runden auf Soft. Ja, hat ja gerade Beastie auch gemacht. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder, ja. Ja, aber dann ist der Vorteil weg von frischen Softs am Ende. Ja. Weil da ist er nachher genauso langsam wie die auf den alten Medium oder auf den harten. Reicht aber trotzdem, um vor Red Scharf rauszukommen. Beastie macht da Druck auf Red Scharf. Der hat nur noch 2,7, wo vorher 7 Sekunden waren. Also. Jeremy Xvaro 10,5 Sekunden hinter dem ersten. Mal sehen, was da noch für ihn geht. Es kann jetzt schnell gehen. Entsafte auf alten Reifen. Und der Rest alles auf der härteren Mischung. Können wir mal einblenden hier die Reifen. Ja. Aber alle ganz artig mit den Strafen, ne? Maximal 3 Sekunden.
Ja, ich dachte, das geht hier ratzfatz, aber noch gar nichts. Nee, Sind ja auch richtige bisher. Langweiler. Ja, 8 Fahrer bisher nur. Ja, German X-Varo hat jetzt 2 Sekunden in einer Runde aufgeholt auf Entsafte. Insafter war ja immer noch nicht an der Box. Ne. Na, hinten. Sir Safzak gegen Chris Melvistan. Der lässt der Saftzacken wieder vorbei. Ja, ich glaube, der war ein bisschen spät auf der Bremse innen und hat ihn berührt und Fair Play, Fair Drive. Jetzt kommt Entsafte als endgültig letzter. Ja, Rugby Danny, der muss ja auch noch mal kommen. Oh, Scholl ist Scholl geflogen. hat einen Disconnect und das kann jetzt noch mal alles durcheinander bringen. Ich wollte es vorher noch sagen. Ich wollte noch sagen, der springt ein bisschen zu arg rum. Das kam mir komisch vor. 4,0. Und das sind aber keine 4 Sekunden mehr, das hat noch nicht aktualisiert. Er hat da, der holt auf der Bero. 3,2. Vielleicht wird er Ja. gleich die Führung übernehmen. Wenn er nicht schleunigst wieder zurückkommt, dann ja. Und Ja. Memo hat er im Schlepptau und Imperium auch noch. Oh, das kann Einige im ganz bitter Schlepptau. werden für Scholl. Da wird es nichts mit dem 8. Saisonsieg, Und wenn man dann Bebo fliegt. übernimmt in diesem Augenblick die Führung. Hat jetzt noch DRS, kann den Heckflügel flach stellen. Jetzt ist Scholl wieder beigetreten. Und ich Jetzt sag muss mal er so, gucken. die KI, die ist ja auch immer gut dabei, die elektrische Energie zu verprassen. Ja, hat auch nur noch 46%. Und jetzt geht er auch noch Imperium vorbei. Und da kommt ja auch noch German X-Varo womöglich. Eieieiei. Boah, Hat das ist Steuer noch bitter. nicht übernommen. Nee, und jetzt vorne gibt's gleich einen Führungswechsel. Der YouTube-Star gegen Bebo. Innen jetzt Oh, Schlossgoldkurve. bisschen Bremst da spät. spät. Oh, Schwitzpack. Berührung. Aber der YouTube-Star hat die bessere Linie und ist jetzt vorbei. Der hat noch die besseren Reifen. Das geht jetzt noch 5, 6, 7 Runden. Und Und Scholl dann ist wieder kommt da. eben. Ja. Und springt weiter fröhlich hin und her. Technische Schwierigkeiten bei Racing Point. Der WM-Führende in Schwierigkeiten. Ja, das wird nicht gut enden. Der wird gleich wieder fliegen. Und wenn er denn wieder fliegt, es das heißt ja hier, oder zumindest Schluss gab's, aus, Ende aus, Mickey Maus. ja, zumindest Misty holt sich 3 Sekunden. gab's mal die Regel, dass man nur einmal rejoinen durfte. Das heißt, wenn jetzt der Ja. Scholl nochmal rausfliegt und dann wieder beitritt, also er darf nicht mehr beitreten und wenn er dann trotzdem nochmal beitritt, ich weiß nicht, ich glaube, dann wird er Ja. disqualifiziert, Ja zumindest war gut, das es mal ist so. egal, ob er nochmal beitritt oder nicht, der ist ja dann sowieso aus der Wertung. Ja. Also selbst wenn er jetzt seine KI weiterfährt, ist er aus der Wertung, dann heißt das ein Nuller. Und der ist auch, ja, obwohl Scholl die Lobby ist spinnt jetzt, glaube ich, ein 17. bisschen. Ja, gut, das wird ihn nicht ganz werten können, durch das, dass er keine richtigen Daten abliefert, ne? Ja. Weil eigentlich fährt er hinter German X-Varo auf Platz 5. Ja, wollen wir Scheint auch mal. jetzt erstmal wieder normal zu fahren. Hier, Scholl auf dem 17. Platz. Ich guck mal Oh, kurz. da richtiger Schlenker auf der Geraden. Ob er das war oder ob das nur die Verbindung war, das Das ist mag die man munkeln und KI. da ist ein Abflug. Scholl in der Nee. Auslaufzone. Nee, das ist alles sein Internet geschuldet. Und ist da raus und das ist ein Nuller für Scholl. Ja. Ja, so kann man die WM auch wieder spannend machen mit dem Ja. Premium Hat ja fast 100 Internet. Punkte Vorsprung, also. Ah, jetzt wird's knapp. Und 107 und also 100 Punkte fast vor Yannick und der ist ja heute nicht dabei und 117 Punkte vor Bebo, also. Ja. Abi sieht da auch ganz spät auf der Bremse. Die holen sich jetzt gleich Scholl.
bei dem Platz nach vorne. Wobei das links ja schon in der Anzeige, zumindest bei mir, korrigiert ist. So, Germanics Fahrer, der ist da auch Probleme dran. Mit den harten. Ja, der hat die schlechtesten Reifen hier, ganz klar. Ja, fährt auch 1:1 gegen Beastie, beide 3 Sekunden. Wollen wir jetzt hier mal schauen, Beastie gegen Red Sharp, oder? Kommt vorne gleich ein Duell. Ja, das könnte sich jetzt auf der Geraden ausgehen, dass Beastie da rankommt. Der wird jetzt dich ziehen. Germanics Varo muss mal seine Soft ein bisschen nutzen, sonst. Ja, der Germanics Varo, der ist ja jetzt gut dran an seinem Kollegen. Ja, aber beide McLaren im Prinzip null. Ja, die machen jetzt auch den Platz tauscht. Das macht auch Sinn. Weil jetzt hat er noch die Chance, der ist im Prinzip dran an den zwei ganz vorne. Und der YouTube-Start, der auch eine Zeitstrafe. Und Germanics Varo hat auch im Vorlauf gesagt, dass hier eine große Stärke von ihm ist in Österreich, dass es hier keine Zeitstrafen holt. Gucken wir mal, ob es bis zum Ende so bleibt. Und da geht er jetzt vorbei an Bebo. Oder? Er geht vorbei an Bebo. Was war da los bei Bebo? Probleme? Oder hat er dann Fehler gemacht? Ausgang Kurve 7. Nee, Kurve 8 war das. Ja, wenn du dann zu großen Schlenker machst, aber hol ihn jetzt gleich wieder. Aber beide auf ERS 0 im Prinzip. Ja, der hat's. Und damit macht sich Bebo jetzt keinen Gefallen. Ja. Weil der zweite McLaren sitzt genau hinten dran. Ja, der Bebo muss jetzt erkennen. Oh, Bebo, der muss jetzt vor allem erstmal nicht überholt werden. Bebo, der muss jetzt erkennen, der Germanics Varo hat die weicheren Reifen. Dann muss ich mich jetzt erstmal versuchen ziehen zu lassen, vielleicht ein, zwei Runden. Aber das geht gar nicht eigentlich, weil der hat so viel bessere Reifen, der Germanics Varo. Der wird jetzt einfach wegziehen. Ja, schon eine Sekunde weg nach einer Kurve. Oder 18. Ja, und Beastie beißt sich da hinten noch die Zähne aus, hat aber besseres ERS-Management. Der macht den Mürbe. Imperium wird auch vorbeigehen, das hält Bebo nicht. Bebo hat auch Probleme. Ja, das sind halt die harten, die gewohnten harten, ne? Also halten lange, aber so top sind sie dann auch nicht. So, und da kann jetzt gleich der Angriff kommen. Imperium hier noch nicht. Und hier auch noch nicht. Red Scharf, der schleppt da jetzt hier Beastie und Chris Melvistan schon eine Zeit lang mit sich rum. Ja, ich habe gerade mal geguckt, Beastie hat jetzt schon wieder 2 Verwarnungen. Das wird auf 6 Sekunden rauslaufen in dem Kampf. Ich muss da halt vorbei, weil sonst kriegt er vom Williams Besuch. Da hat Beastie die nächste Zeitstrafe, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee. Zumindest laut Tableau noch nicht. Stimmt. Aber jetzt ist er dran. Ja, jetzt muss er vorbei. Ja, klar. Oh, sogar schon auf Startziel. Ja, hat jetzt auch eigentlich ERS. Und vorne jetzt auch Bebo gegen Imperium. Ja, das dachte ich mir. Auch vorbei. Ja. Aber Germanics war hat Probleme vorne an den Red Bull ranzukommen. Weil. Ja, der muss. Germanics Varo, der weiß ja halt da vorne, der hatte Zeitstrafe. Also der weiß auch, dass seine Reifen jetzt gegen Ende schwächer werden, immer schwächer. Und da muss er sich eigentlich nur noch ziehen lassen. Ja. Und dann am Ende nicht mehr so viel zu verlieren. Also, ja. Reifen aber auf der Strecke halten. Als erster durch die Linie fahren ist ja immer besser. Ja, von den Punkten macht es keinen Unterschied. 25 das stimmt. Gibt es also.
Ansonsten gepflegte Abstände. Oh, Chris Ein ist raus. Unfall gibt's. Ja, aber in der Boxeneinfahrt. In der Safety Boxeneinfahrt. Car. Wir haben Safety Safety Car. Car. Da Die Führung ist rechts. schon vorbei. Die Führung ist schon durch. Alle, die jetzt Ja. hinten noch fahren, könnten sich überlegen, hier auf Soft. Boah, das sah aus, Eieieiei. als wäre also außen auf dem Curb, dann vielleicht auf den gelben Curb und dann sich weggedreht, dann zu früh auf dem Ja, Gas gewesen auch in die noch. Boxengasse Ja, hat dann er da sich, glaub, rechts reingeworfen, gell? sich weggedreht, ja. Ja, Wer geht aber jetzt an die Box? im Prinzip alle. Ja, werden es beobachten. Memo muss eigentlich vorne, weil er weiß, sonst hat er verloren. Der verliert halt auch noch mehr, wenn Imperium und Beppo dranbleiben. Dann kann der hier Ein bis auf 4 McLaren muss dann aber durchgereicht warten. werden. Ja, ich denk nicht, dass Germnix Varo geht. Doch, Doch, geht er. aber dafür bleibt jetzt Imperium draußen. Bebo Ja, bleibt. muss er. Beppo bleibt ja klar auf den harten, ja. Kann man versuchen, wie es die Beastie. geht. An die Box, wird scharf an die Box. Chris Melvestan fährt weiter. Ja, Chris Melvestan damit. Sir Saftsack an die Box, ein Safter an die Box. Ist schön, wie mehr oder weniger sich alle da dran halten. Ja, man muss sagen, wenn du jetzt nicht auf die Soft gehst, wirst du die letzten 4 Runden gefressen. Das ist einfach so. Also Imperium wird da auch richtig Probleme kriegen. Oh, hier, was geht hier ab? Da Ja, Didi Imperium und Paul Beppo. hat's eilig. Ja, Didi Paul 5 Ja, Sekunden gelbe Zeitstrafe, Flagge ignoriert. der die kann er sich ja gleich absetzen. Ne, der wurde disqualifiziert, Ach, Didi der wurde Paul. disqualifiziert, ja super. Ja, der ist da irgendwie komplett dran durchgeschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, jetzt können wir nochmal auf die Reifen gucken. Das ist nämlich eine ganz interessante Situation. Der YouTube-Star auf der 4 ist der erste mit dem weichen Reifen. Bebo hat mit Abstand die schlechtesten Karten. Also da kann ich mir vorstellen, dass der auch noch auf Platz 8 oder so durchgereicht wird. Bist du dir sicher? Ja. Imperium hat das gebrauchte Medium. Die gehen eher ein, oder? Ja, die gehen eher ein, aber das Ja, sind halt harte Beastie Reifen. könnte der Gewinner von der Safety Car Phase sein. Wenn der die 3 vorne auf den Genau. harten Reifen noch holt und die 3 Sekunden rausfährt, könnte das ein Podium sein. Aber beide werden durchgereicht, sowohl Imperium als auch Beppo. Ja, Und auch Chris also das geht Melvestan jetzt hat Schlag auch, auf Schlag. der hat da jetzt auch nicht so viel bessere Reifen, also der ist ja ähnlich wie die beiden da Nee. vorne. Ja. Ja, also. Eigentlich so 4, 5, 6, genau. Gut, Germnix Varo wird wahrscheinlich das Ding gewinnen, wenn das normal läuft. Ne? Aber Red Scharf dürfen wir vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen. Der wird jetzt nochmal attackieren können. Ja, da hängt noch Scholz seine KI drin, mittendrin. Zwischen Mittendrin 8 auch und noch. 9. Ja, Oh. zwischen 8 und 9. Das gibt beim Restart wieder Trouble. Da ist die KI ja immer sehr ausgereift, würde ich sagen. So, wenn das Safety Car dann jetzt schon reinkommt, dann haben wir noch Runde 33, 34, 35, 36. Haben wir noch 4 Runden. Aber Alle das werden viel könnte Benzin reichen. gesch oder genug Benzin gespart haben. Alle werden auch 100% elektrische Energie haben. Das wird jetzt ein Sprintrennen zum Schluss. Ja. Und die schlechtesten Karten sind die 3 ganz vorne. Ja. Die sich's ja eigentlich erlauben hätten können, reinzugehen. Ja, Imperium, der hätte ja dann warten müssen unter Germanics, warum? Ja, gut, stimmt, das war der einzige. Bei den anderen verstehe ich es auch nicht so wirklich. Safety Car in dieser Runde. So. Boah, aber ganz später Call, ne? Das ist ein richtig später Call. Imperium vorne, bestimmtes Tempo. Überholt werden darf ab der Start- und Ziellinie. Hoffentlich haben alle die Reifen auf Temperatur gebracht. Beppo hat da die schlechtesten Karten, was das aufs Temperaturbringen angeht. Weil die harten Reifen sind am schwierigsten auf Temperatur zu bringen. Biest die 3 Sekunden und weiter geht's. Das ist natürlich dumm. Und da kommen jetzt schon die Angriffe. Germnix Varo geht da innen gegen den YouTube-Star vor. Hat nicht Imperium holt gereicht. sich auch 3 Sekunden. Oh, Der das Beastie ist muss sich das natürlich jetzt angucken. bitter.
Biest, die muss sich das angucken. Schon nichts machen. Der will da unbedingt vorbei. Der will das Rennen gewinnen. Jetzt innen. Innen. Oh, da blockiert jetzt ein bisschen der Williams. Der wird jetzt von beiden aufgefressen. Links und rechts gehen sie jetzt dran vorbei. Oh. Wollen sie zumindest. Oh, da, das ist heiß da. Und jetzt, Germanix, warum bremst da später? Beastie schießt da geradeaus im Hintergrund. Boah, ja. Da, der YouTube-Star immer noch daneben und ist jetzt auf der besseren Linie für Kurve Nummer 6 und geht da vorbei an Chris Melvistan. Ja. Genauso wie Germanix Varo jetzt auch. Ja. Und da geht jetzt auch noch ein Safter auch noch mit durch. Chris Melvistan, der verliert da, der fängt da jetzt schon an, ordentlich zu verlieren. Das ist da jetzt ein Hin und Her. Boah, ist das jetzt hier ein geiles Finish. Jetzt hier Germanix Varo gegen den YouTube-Star. Und jetzt hat er ihn. Ja, aber holt sich jetzt gleich 3 Sekunden. Er hat jetzt zweimal die erste Kurve ziemlich gecuttert. Und ich glaube nicht, dass YouTube-Star hier direkt aufgibt. Und jetzt holt sich auch noch ein Safter den YouTube-Star, so wie es aussieht. Oh, jetzt Germanix Varo hier gegen Beppo. Noch geht er nicht. Und hinten, da geht's richtig zur Sache hier um die im Mittelfeld, um die letzten Punkteplätze. Oh, Fehler. Fehler von Germanix Varo. Er hat fast das Auto verloren. Fehler von Germanix Varo, das hat jetzt ordentlich gekostet. Da hat Beppo jetzt wieder Luft. Ja, und ein Safte geht an Memo außen. Oh, außenrum rinnt. Kann das gehen? Die Kamera spinnt. Und es geht. Er verliert fast das Auto. Ja, aber ja, kassiert die 3 Sekunden. Hätte der YouTube-Star ihn fast umgedreht in der letzten Kurve. So, und jetzt hier auch. Beppo muss sich da jetzt eigentlich schon fast geschlagen geben gegen Dive-Bomb von Memo. Hört nichts. Dahinter ist auch jetzt noch Red Scharf. Oh, und jetzt ist da auch noch sein Teamkollege, der ist Imperium da. Boah, und da jetzt Memo innen, Schloss Gold. Geht das? Ja. Das geht, aber da kommt und der Konter. Germanix Varo ist jetzt übrigens das da auch durch gut. Und Berührung, ja. Entsafte verliert 2 Plätze, 3 sogar, da mehr. Kommt auch noch jetzt Chris Melvistan. Ja, da innen ist schwierig, ja. Schwierig würde ich jetzt sagen. Da hätte er fast den YouTube-Star sogar abgeschossen. Ist die nochmal 3 Sekunden, eieieiei, geht's ja aber rapide bergab mit den Strafen. Ja, und letzte Runde. Ja. Vorne ist eigentlich uninteressant. Germanix Varo hat so oder so gewonnen. Ja, Memo. Germanix Varo, nichts gegen Beastie. Genau, das meinte ich. Red Scharf, nicht Germanix Varo gegen Beastie. Ja, das ist noch gar nichts gegessen hier vorne. Red Scharf hat da noch Chancen, den Memo zu kriegen, wenn er es jetzt clever anstellt. Ja, auch harte Duelle im hinteren Feld. Oh, Berührung hier mit Red Scharf und Memo. Und jetzt geht's langsam in den in die letzten Kurven und da wollen wir natürlich die Triumphfahrt. Die haben, alle die haben nichts mehr, kein ERS mehr, nichts. Nicht verpassen. Germanix Varo fährt hier seinem zweiten Saisonsieg entgegen, ja. Und gewinnt. Und holt sich noch die schnellste Runde. Clever gefahren, auch Beppo auf den harten gut da vorne gehalten gegen die ganzen Soft. Das haben die Softfahrer nicht gut gemacht nach dem Restart. Und da